Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Witcher, wo wir uns hier im Wald in den Sümpfen verirrt haben. Ich weiß gar nicht, ach ja, wir sind ja am Tempel der Militele hier, am Schrein der Militele, weil der Großvater wollte ja hier rumbeten und so. Und wir haben von ihm auch den Tipp bekommen, uns mit den Einheimischen über gewisse anbetungswürdige Fischkopfmenschen zu unterhalten. Soweit ich mich noch erinnern kann an die Aufnahme von vor 3 Tagen, müsste das gewesen sein jetzt mittlerweile, also von mir aus gesehen zumindest. Ja genau, ich habe am Dienstag habe ich aufgenommen und am Donnerstag sitze ich jetzt hier gerade, also vor 2 Tagen sogar nur. Alter Schwede, na gut, okay, da sind ein paar Leute, Moment, ich muss nochmal hier einen Rundumschlag machen. Ach so, warum ist der jetzt so schnell gestorben? Ich habe keine Ahnung. So, egal. Ja, ganz kleiner Anblick, den wir auch nochmal etwas dezimieren. Ja, haben wir gleich. Moment. Weg. Okay. Geralt war immer noch im Radius. Ja, was sagt man dazu? Igni ist ausgewählt. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein Feuerchen an. Ich schau mal ganz kurz, ob wir uns... Ach, wir haben neue Talente erworben. Das ist ja schön. Okay, Moment. Talente. Beim Helden. 3 Bronzetalente haben wir uns geholt. Ich würde sagen... Silberschwert. Schnelles Silber, Gruppensilber. Wir haben 3 Bronze. Moment. Wir machen einfach mal Schaden. Nein. Schaden haben wir schon. Dann würde ich sagen Schmerz. Oder das da. Okay, dazu brauche ich das. Dann mache ich hier Schaden plus nochmal 25% beim schnellen Silber. Und, ach, da habe ich schon Silber, ne? Da habe ich schon Schaden plus gemacht. Dann würde ich sagen, was ist das denn? Niederschlag 2. Okay, was wäre das dann? Niederschlag. Präzisionstreffer. Mache ich einfach mal das da. So, damit wir auch ein bisschen schneller und besser arbeiten können im Silberschwertbetrieb. Gerade hier im Sumpf ist das vonnöten. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts, womit ich etwas brauen könnte. Okay. Dann. Machen wir das zu und ich meditiere einfach mal für eine Stunde. Dann wird der Bildschirm schön schwarz, wie man hier sieht. Ich habe 181 FPS gerade. Es ist unglaublich. Ach ja, hier nach einer Stunde ist es hier dunkel und regnet. Wunderschön, wunderschön. So, Überreste, das nehme ich einfach mal alles mit. Ich hoffe, da ist mir niemand böse, das braucht ja eh keiner mehr. Die Aufnahme läuft... Sehr gut. Die Aufnahme läuft, das heißt, ich habe auch nichts zu befürchten. Dann schaue ich mal ganz kurz auf die Map, dann gehen wir hier rüber ins Dörfli. Ich bin gerade hier unten. Dann gehen wir hier rüber ins Dörfli und holen uns noch ein paar Informationen ab. Ich hoffe, wir kriegen die auch einfach so. So, das Dörfli ist da hinten. Eigentlich dahin, wo wir hinkommen, wo wir herkommen und dann... So, hier. Mehr oder weniger dahin wieder, wo wir herkommen. Und dann erstmal F5. Und dann weiter ins Dorf. Weil wir brauchen Infos. Weil wir sind sonst... Wer keine Infos hat, ist dumm. Und wer nicht fragt, der bleibt auch dumm. Wo sind wir denn da jetzt? Wir sind hier schon bei den Tongruben. Ach, das ging ja schnell. Da bin ich ja beruhigt. Das ging wirklich sehr fix. So, dann gehen wir da nach hinten in Richtung Dorf. Hier nach oben. Ich bin gespannt, ob uns Vaska da möglicherweise ein bisschen weiterhelfen kann.
Übrigens, das ist hier heute wieder eine Aufnahme, die wieder nur eine Stunde geht, damit ich wieder 3 Folgen habe, um übers Wochenende zu kommen. Damit ich generell am Samstag auch erst wieder aufnehmen muss. Ich gehe mal ganz kurz in Baskas Haus rein und schau mal, ob ich mit der talken kann. Wenn dieser wunderschöne Grafikfehler denn erstmal vorbei ist. Hier ist Vaska, ich weck die mal auf. The Waterlords and I. Das ist interessant. Unterhalten wir uns über einen Auftrag. Let's discuss a job. Please help. One of our children is missing. The boy has always returned quickly until now. Perhaps the water beast ate him. Blasphemy. The druids must have him to transform into a dryad. Okay. All right, I'll look for the boy. Gut, ich will aber nochmal mit dir reden. Hallo, ich will nochmal mit dir reden. Vaska, na komm. The water. Ja, das ist interessant. Das Leben im Sumpf muss langweilig sein. Life in the swamp must be dull. We can't complain. Work during. Aha. Ja. We should play sometime. The Waterlords and I. Interessant. Was hast du zu verkaufen? Hat die zufälligerweise temerischer Brand? Ja, ich würde sagen, ich kaufe einfach mal ein bisschen Alkohol. Ja. Der kostet eh nichts, ehrlich gesagt. Das waren die einzigen hochwertigen jetzt, ne? Redanischer Kräuterwodka. Naja, wir haben ja jetzt wieder 4 Grundstoffe. Ich würde sagen, wir gehen zum Lagerfeuer, meditieren erstmal eine Runde. Katze hat jetzt auch endlich nachgelassen. Meditieren erstmal eine Runde und brauen uns auch vielleicht wieder ein paar Schwalben. Ich hoffe, wir haben die Zutaten dafür. So. Lagerfeuer sollte hier eigentlich irgendwo sein. Ist das hier, gilt das als Lagerfeuer? Nicht wirklich. Ist da vorne irgendwo das Lagerfeuer? Ich habe keine Ahnung, wo das Lagerfeuer ist. Moment. Hier, Lagerfeuer erstmal markieren. Das ist hinter mir. Dort. Wo genau ist das hier? Ach, hier. Schade. Ist außer Reichweite gewesen. So, wir kriegen uns hier erstmal hin und schauen mal, ob wir möglicherweise 4 Schwalben brauen können. Schwalbe. Jawohl. Mischen. 2, 3, 4. Cool, das heißt, wir sind mit Schwalben, sind wir jetzt wieder ausgerüstet. Mag ich gerne, gefällt mir sehr gut. Gut, dann kann ich auch bis morgens meditieren, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt schon hier bin. Ich könnte auch schauen, Öle könnte ich mir, ehrlich gesagt, auch brauen. Ich brauche aber, ehrlich gesagt, keine Öle. Ich lasse das einfach mal. Öle werde ich mir nur machen für Endbosse. Ach so, ja, gut. Ihr habt euch zu mir hingesetzt, ist auch okay. Vaska ist noch nicht hier draußen. Okay, ich schau mal ganz kurz hier ins Inventar. Kann ich die Schwalben denn hier jetzt oben... Natürlich, die kann ich jetzt hier oben auch stacken. Uluk, egal, Blät, was? Are the sacrificial animals ready? Indeed. The night of appeasement approaches. Each sacrifice brings closer the underwater kingdom. Let us await the configuration of stars. For nothing is above the lords. Okay, ich will mit denen. More elves in the area. I fear they plan. Azima grows and requires bricks. Okay, ich kann mit denen nicht weiter reden. Es geht nicht. Nothing to do. Die einzige, mit der ich wirklich ein Gespräch führen kann, ist Vaska. Und Vaska ist aber, ehrlich gesagt, nicht dazu bereit, mir irgendwas darüber zu erzählen. Ja, jetzt halt doch die Klappe. So, ich brauche noch die anderen Sephiroth. Wenn ich mich recht erinnere. Gespaltene Salamanderbrosche. Der Schlag, der den Banditen tötete, spaltete die Brosche. Das kann nur ein Hexerschwert getan haben. Das ist richtig. Teleportationskristall, den haben wir auch noch. Turm-Tarot-Karte. Ja, aber zuerst muss ich eh ohnehin...
Ich sollte vielleicht auch wieder nach Wysimar gehen und sollte was verkaufen möglicherweise. Gerade hier die Goldringe und das Zeug Blaubeeren kann ich ehrlich gesagt essen oder wegschmeißen. Ist mir ehrlich gesagt kackegal. Die Bücher brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Kann ich auch verkaufen. Was ist das? Der Hundevertrag, der Aalgul-Vertrag, der Echinops-Vertrag. Buch des Kusses. Ja. Archesporkopf. Eine Trophäe, die man für Geld verkaufen kann. Ja klar, warum nicht? Dann würde ich sagen, ich gehe zum nächsten Ort der Macht, der da hinten sich befindet, und dann teleportiere ich mich nach Wysimar. Verkauf erstmal ein bisschen was aus dem Inventar, damit wir das auch mal abgegrast haben. Was ist das denn? Unbekanntes Kraut, das hier ist eine Gans, die kann ich nicht angreifen. Gott sei Dank. Dann schaue ich mal, ob der Schmied möglicherweise mit der Route schon fertig ist. Was mir aber auch nicht unbedingt viel bringt, weil ich die Sephiroth noch nicht habe. Das heißt, die Sephiroth müsste ich jetzt auch noch alle irgendwo auftreiben und ich habe keine Ahnung wo. Kalkstein ist nicht in seinem Labor zugange. Er steht wahrscheinlich da oben rum und ist lost in thought. Nein, wäre es nicht. Definitiv nicht. Gar nicht. Also so überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein darf. So, das heißt, ich gehe jetzt auf den Marktplatz. Wo war denn der Marktplatz nochmal? Ich glaube, da vorne links. Und dann noch irgendwo weiter. Aha. Ach so, na, dann solltest du möglicherweise mit Bibanthen einschmieren. Ich habe doch keine Ahnung. Was steht da? Klatschbanane, was? And what's that? Klatschbase. Hello, stranger. Greetings. I heard Rivier is ruled by a wise and strong queen. She was once beautiful, but was wounded during the war. Now her face is scarred. You're worldly. Modern women need knowledge of the world. I'm sure. What would you like to know? Have you heard news of a witcher in town? Yes, reputed to be the White Wolf. A dog for sorceresses. Er mag alle Frauen, magische Fähigkeiten hin oder her. He fancies women with or without magical abilities. The bard Dandelion claims otherwise. Ach so? Dandelion is a rake himself. Hey, nicht weggehen. What would you like to know? Das ist übrigens Klatschbase, die habe ich aber anders getauft in der letzten Aufnahme. War das die? Ich weiß gar nicht. Nein, das war eine normale Stadtbewohnerin war das. So. Have you heard news of a witch? Yes. You don't know what you're talking about. Really? Dieser Hexer ist völlig normal. Ihr habt recht, er kann die Finger von keiner Zauberin lassen, die nicht rechtzeitig wegfliegt. You're right. He can't keep his hands off any sorceress who doesn't fly away. Maybe a bit crude, but yes. Ach so, okay. Heard any news from the non-human district? I've no interest in those matters. Okay, ich auch nicht. I have a problem. Your secrets are safe with me. You've got a beautiful smile. That's very kind, but you mentioned a problem. Leb wohl. Farewell. Oh, farewell. Ach, diese Stimme. Okay. Marktplatz da vorne. Stände, Marktplatz, natürlich. Werbung. Aha, da gibt's Werbung. Schön. Schön, dass es hier auch Werbung gibt. Warum sollte es auch keine Werbung geben? Ist das hier der Marktplatz? Tatsache. Bread, fresh milk. Wobei ich ehrlich gesagt dazu tendieren würde, das hier ist die Regnerinnen Barbie. Fahrender Händler. Ich rede mal mit dem Typen. What can I do for you? Abdampfen. So. Ah, der hat sogar schon ein paar Ringe. Ich verkaufe die Ringe einfach, würde ich sagen, ne? Die kann ich für 90 verkaufen jeweils.
Rote Schals gibt's auch. Ja, weg damit. Keine Ahnung, ich brauche das alles nicht. Mach doch niemandem ein Geschenk. Wo kommen wir denn da hin? Krieg ja auch nichts geschenkt, muss auch alles teuer kaufen. So, danke. Kräuterkundler. Wäre auch interessant. Was aber auch interessant wäre, ist Shani denn jetzt hier irgendwo jetzt zu Hause oder ist die in irgendeinem Krankenhaus oder wie sieht das aus? Ich habe doch keine Ahnung. Nein, 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 hör auf. Geh, halt. Hello, halt, geh weg, halt die Klappe. So, ich gehe nach oben. Shani? Shani! Kann ich jetzt mit ihr sprechen? How did you find me? You said you'd stay in Vizima. Ah, right. I work in a hospital. I didn't want to disturb you. How'd you get past the old hag? That nice lady downstairs. She's made my life hell. Okay, alte Leute sind eben so richtig. Old people are like that. At least my rent is low. Doctors earn little in Temeria. Many leave. You stayed. Someone had to. Anyway. Yes? Ja, warum auch nicht? Aber ihre Stimme finde ich im Englischen auch besser. So, Shani. Shani. I wanted to talk. Ja. What is it? Sometimes I dream about the Battle of Brenna. Oh the Gott. Massacre. Oh I'm Gott. Sorry. But that's it. I'm not sorry. I wake up refreshed and it's like I'm used to suffering. Does that make sense? It does. Thanks. Sometimes it's good to share. Don't mention it. Wow. Wow. Und das ist jetzt irgendwie das große Thema, über das sie sprechen wollte? Ist ja interessant, ist ja toll. Die Schlacht vom Brenner, da war sie dabei. Ja, schön, aber irgendwie, hätte ich mir da jetzt irgendwie was anderes drunter vorgestellt, wenn ich ehrlich sein darf. Naja. So. Grrr, macht der Hund. Grrr. Machen ja alle Hunde so. Ich kenne keinen Hund, der nicht grrr macht. I don't have the strength anymore. Oh nein, der arme Junge. Nein, nicht der arme Junge schon wieder. Ich will nicht, dass der mich anquatscht. Ist das jetzt Thalas Haus irgendwo? Wo ist Thalas Haus nochmal gewesen? Dorfhändler, Kaufmann, Kräuterkundler, Antiquar. Waffenschmied, stimmt, zum Affenschmied. Zum Affenschmied vor allem. Zum Waffenschmied müssen wir auch noch. Vinzensposten, Stadtkerker, Thala. Da ist Thala. Ich könnte allerdings auf der Karte auch mal ganz kurz. Moment. Krankenhaus St. Majoran. Ah, okay. Krankenhausgarten. Das ist das große Ding, wo wir davor stehen. Das ist das Krankenhaus. Okay. Siegfrieds Posten. Stramme Hüften. Da müssen wir auch noch hin. Stimmt eigentlich. Weißt du was? Ich gehe zu den strammen Hüften. Ich gehe einfach mal zu den strammen Hüften. Ich glaube, die strammen Hüften war das, wo wir da hin müssen, ne? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Moment, hier Journalquests. Ja. 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 Nein. Auch nicht. Fistech. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ah, zum haarigen Bären heißt das. Okay. Was mache ich dann in den strammen Hüften? Ich weiß es nicht, aber wir werden es bestimmt bald rausfinden. Es ist hier. Yo. Die strammen Hüften. So, Hallöchen. Okay, da steppt der Bär. Da ist was los, das rangetreten, aufgepasst. Hier wird gefeiert, dass die Schwarte kracht. Wieso ist hier niemand? Warum ist das extra angeschrieben und hier ist niemand? Muss man hier nachts hinkommen? Ich will da nicht nachts hinkommen. Außerdem sieht das hier aus wie Shanis Zimmer. Nur statt ein Bett ist hier eine Tür. Das hier sieht auch aus wie Shanis Haus.